Wir sind da. Nur noch 2 Tage, Mann. 2 Tage noch, aber keinen einzigen länger. Dann fahren wir, gar keine Frage. Sag mir, was passiert ist. Ich bin in einen Fluss gefallen und den Rest an die Steine erledigt. Bester Freund David ist auch nach Kurdistan gegangen, aber wir mussten uns trennen. Er hätte schon vor einer Woche hier sein müssen. Ich halte das nicht mehr aus, Mark. David! Ich gehe nach Hause. David! Mark, wir haben das hier aus seinem Hinterkopf entfernt. Ein Schrapnell. Denkst du, du kannst ihm helfen? Selbstverständlich kann ich ihm helfen. Ich kann jedem helfen. Triage? Für ein provisorisches Militärhospital auf dem Land. Viele Soldaten wurden eingeliefert. Die sehr schwer Verwundeten haben sie rausgetragen und erschossen. Es waren Gnadenschüsse. Sie müssen eine Menge Reue empfinden. Wieso Reue, Mr. Walsh? Was ist mit David? Irgendwie könnte er sich doch mal bei mir melden. Und jetzt müssen Sie Ihre Geschichte erzählen. Aber wieso sind Sie so interessiert daran, was mit den Toten passiert?